Stadt Bremen kann er völlig unerkannt rumlaufen. In Myanmar geht das nicht. Da ist er nämlich ein Superstar. 6 Jahre hat er da gelebt. Er hat den Militärputsch mitbekommen. Er musste das Land dann verlassen, weil es zu gefährlich wurde. Seit kurzem ist er zurück in Deutschland. Herzlich willkommen in unserer Runde, Mikis. Moin, hallo. Moin. Eben saß da noch Udo Weins hier, jetzt bist du da. Wir haben uns eben aufs Du geeinigt. Wie eng ist dein Kontakt nach Myanmar im Moment? Sehr eng. Wir haben schon jeden Tag Kontakt auch mit der Familie meiner Frau, mit unseren ehemaligen Nachbarn, mit den Botschaftern. Also schon natürlich jeden Tag sind alle unsere Augen auf das Geschehen gerichtet. Bevor du uns berichtest über die aktuelle Lage und erzählst, wie du überhaupt nach Myanmar gekommen bist, stellen wir dich kurz vor. Ja, wissen wir ungefähr deine Geschichte. Aber beschreib uns doch erstmal, wie ist die aktuelle Lage im Land? Ja, ich denke, die meisten haben es mitbekommen, dass da momentan das Militär sich versucht, die Krone zurückzuholen oder das bereits getan hat. Und da ziemlich wütet und auf jegliche Rechte, auf gut Deutsch, pfeift. Mhm. Und ja, also das Ganze natürlich mit unter dem Deckmantel der Demokratie. Sie sagen, wir machen die eigentliche Demokratie, ihr seid die Terroristen. Und es herrscht momentan eigentlich nur Angst und Zerstörung. Also aus Yangon, der ehemals Hauptstadt, aber größten Stadt in Myanmar, sind meine ganzen Bekannten geflohen. Diese gesamte Celebrity-Szene von Myanmar schließt sich jetzt nun entweder an oder wandert hinter Gitter oder wie ich eben hinter die Landesgrenzen. Und es ist wirklich ein absolutes Chaos auf der Straße. Also man hat bei mir, ich lebe in einem der 3 Hotspots in Yangon, da wo die Proteste auch am stärksten waren. Und ich habe sie jetzt auch 2,5 Monate aktiv mit begleitet. Und das ist zum Ende hin wirklich so gewesen, dass es ist Krieg. Also es ist ja auch das Kriegsrecht ausgerufen worden und auf den Straßen ist. Ich lebe in einem Stadtteil wie der Prenzlberg. So, ne? Also das sind Familien, da sind Muttis und Omis und ganz normale Leute. Und da ist jetzt auf einmal tobt das Chaos und man traut sich schon gar nicht mehr auf die Straße, weil man weiß, wenn man auf der Straße ist, dann braucht man nicht Demonstrant sein, um erschossen zu werden. Mhm. Und es sind, also ja, bis, ich glaube, heute die Zahlen gesehen, ich glaube offiziell 814. Mhm. Über 800 Tote. Ja. Ne? Also ja. Über 3000 Festnahmen. Ist schon eine Nummer, ja. Trotzdem hat man ja das Gefühl, das hast du auch schon erzählt in deinen Auftritten, auch in politischen Sendungen, dass da trotzdem noch dieser Wille zum Widerstand ist, dass da noch die Hoffnung ist, dass man doch was verändern kann mit diesen Protesten. Ja, also was jetzt natürlich erstmalig passiert ist, dass die Leute wissen, was bedeutet Demokratie. Es gibt Handys, es gibt Internet, das gab es vorher nicht. Und es ist jetzt auch nicht der erste Putsch in Myanmar. In Myanmar herrscht seit über 70 Jahren eigentlich Bürgerkrieg. Jetzt gab es 10 Jahre mal ungefähr den Geruch von Demokratie in der Luft und etwas, was sich in die Richtung hin bewegt hat. Aber jetzt wissen die Menschen eben, was ihnen gerade unter den Fingern weggezogen wurde und mit was für einer Erklärung. Und die Leute sind natürlich nicht gewillt, sich da zu fügen und nutzen deswegen auch ihre Macht. Und viele schließen sich jetzt auch sogenannten Rebellenarmeen an, also den ethnischen Armeen. Viele andererseits sind natürlich wie ich auch, die eine große Medienreichweite haben, müssen jetzt eben aus dem Ausland agieren. Also ich habe ja auch schon Probleme dadurch bekommen. Auch bei mir war das Militär im Haus. Wir wurden dann am Flughafen noch festgehalten und so weiter. Also die Botschafter hatte mich zum Flughafen begleitet und hat sich dann eben noch dafür einsetzen können, dass wir unsere Pässe zurückbekommen, die uns da abgenommen wurden. Aber wenn man was sagt, muss man eben auch damit rechnen, dass man dann im Kreuzfeuer landet. Und viele Freunde von mir sind jetzt da verschwunden. Man spricht auch nicht mehr von Verhaftung, man spricht von Abduction. Ne? Also es ist eine Entführung, die kommen. Ich habe heute Morgen gerade gehört, also jetzt heute Morgen, burmesischer Zeit, waren wieder Soldaten bei uns im Haus, haben den Onkel von oben mitgenommen. Und das passiert die ganze Zeit. Also die ganze Straße wird leer gemacht und jeder, der auf die Straße geht oder auch nur Töpfe schlägt, um 8 werden immer Töpfe geschlagen, da wird geschossen. Und selbst auf mich wurde geschossen, wo sie wissen, dass ich in dem Haus wohne, dass das irgendwie jetzt große Wellen schlagen würde, wenn jetzt ein Ausländer dort auch noch erschossen werden würde. Ist ja nochmal. Die sind einfach, man muss dazu wissen, Burma ist der größte Methamphetaminhersteller auf der Welt. Ne? Also Burma hatte mal in den 90ern die größte Kinderarmee der Welt.
Burma ist der zweitgrößte Opiumhersteller der Welt, der größte Meth-Hersteller der Welt. Das heißt, die sind alle total druff. Die sind die Polizisten und Soldaten. Ich habe mich einige Male mit denen auch unterhalten tagsüber. Das merkt man, wie die komplett Gaga sind. Stehen also immer unter Drogen. Voll, die sind total drauf und die sind total. Das sind auch Kids, also die sind jünger als ich. So, ne? Die sind also weitaus jünger als ich. Ich bin jetzt 29, die sind 16 und unfassbar, ne? Und total fertig. Und die sind halt, wie gesagt, so selber auch unter Druck, weil sie wissen auch, wenn sie desertieren, da steht die Todesstrafe drauf. Aber es ist nicht nur so, dass du dann die Todesstrafe bekommst, sondern ich weiß auch, wo deine Mama wohnt. Und also so, ne? Also das ist schon ziemlich, ziemlich widerliche Methoden. Gibt es eine Lösung? Das Problem ist, dass Russland und China da ziemlich einen Daumen drauf haben und eben auch sagen, so ist ein interner Konflikt. China, die sind pragmatisch, die wollen, dass das Land sich reguliert, aber die wollen nicht, dass sich da irgendjemand einmischt. Und somit kann die UN auch nicht wirklich was machen, weil USA hat da irgendwie einen Flugzeugträger im Indischen Ozean, wir können den aber keinen Meter nach vorne fahren, weil China sonst irgendwie den auf den Deckel haut. Und die Lösung, also es gibt sicherlich eine Lösung, aber gibt es eine konfliktfreie Lösung, ist die Frage. Weil momentan sieht es so aus, der kleine Mann, der da jetzt König sein will, der hat in seiner Ehrensprache gesagt, das sind nicht persönlich motivierte, diese Maßnahme ist auch kein Putsch. Das ist rein um die Straftäter, aka Aung San Suu Kyi, und das Parlament zu verhaften, weil sie mit Covid genutzt haben, um die Wahl zu verdrehen und letztendlich. Also absolute Schwachsinnsargumentation. Mhm. Und von daher weiß man, dass der keinen Schritt zurück machen wird, weil der ist in Den Haag bereits angeklagt und der weiß, wenn er zurücktritt, dann blüht dem Den Haag. Also warum sollte er? Mhm. Ich finde es sehr mutig auch von dir, dass du dich auch, weil du kommst ja aus der Showbranche, du bist ja eigentlich ja überhaupt kein Journalist oder kein Korrespondent, dass du trotzdem in sehr vielen Sendungen dich auch hingesetzt hast und gesagt hast, ich versuche euch jetzt mal zu erklären, was hier eigentlich im Land abgeht. Was kann ich denn machen? So, ich kann ja nichts. Ich kann ja nicht irgendwie, ich kann jetzt hier irgendwelche Revolution-Songs machen und so weiter, die dann irgendwie ein paar hunderttausend Leute hören, aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ich habe auch in anderen Sendungen aus Burma bereits Interviews gegeben in privaten Fernsehsendern in Deutschland, wo ich dachte, das sind jetzt vielleicht nicht die klassischen die Nachrichtensender, aber vielleicht gerade da ist es wichtig, weil das Leute sehen, die jetzt nicht irgendwie klassisch von Haus aus Nachrichten gucken. Und dieses Thema einfach so in den Nachrichten zu lassen, ist natürlich wichtig, aber viel mehr kann ich halt auch nicht machen. Aber es war schon toll, sehr großartig, was du dazu beigetragen hast, auch in einer verständlichen Sprache zu erklären, was in diesem Land eigentlich abgeht. Wie bist du da hingeraten? Du warst als Kind das erste Mal mit deinem Vater da und bist dann aber wieder hin und bist geblieben. Was hat dich fasziniert an diesem Land und tut es bis heute? Ja, ist natürlich zu lange Geschichte, um das jetzt ganz aufzurollen. Leider, aber letztendlich, leider, ich habe mich verliebt. Das Land ist eine tolle Ecke natürlich. Myanmar ist total. Alle, die ich kenne, ich habe auch hier vom NDR jetzt jemand, ne, die meinte, Myanmar, habe ich gleich irgendwie wieder Herzchen in den Augen gehabt, weil alle Leute, die ich kenne, eben auch Wiederholungstäter sind, wenn sie da mal waren. Und das ist schon ein besonderes Fleckchen Erde. Und mich hat es fasziniert. Ich hatte dann nach dem Abi die Chance, dahin zu gehen. Raus aus Bremen, dann erstmal hier ein paar Jahre in Hamburg und dann war ich dann in Myanmar. Und dann habe ich halt so eher aus Versehen die Sprache gelernt. So. Und, wie aus Versehen? Ja, es ist dann so gekommen, weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Expat ein Begriff ist. Ja, klar. Na? Aber ich finde das Wort Expat, also da kriege ich wirklich ein bisschen das Kotzen, wenn ich das höre, weil Expats ist eigentlich jeder, der in ein Land als Migrant geht, ist, wenn er aus der ersten Welt kommt, er oder sie, ein Expat. Wenn also Expatrian oder so, ne? Ich weiß auch nicht, wofür es steht. Aber wenn wir jetzt nach Burma gehen, dann sind wir Expats. Wenn eine Burmesin aber hierher kommt, dann ist es eine Migrante. Also ich verstehe es nicht wirklich. Ne? Und dann hat man eben diese Expat-Szenen, die sich dann da treffen und dann irgendwie zusammen in irgendwelchen fancy Bars sitzen und sich irgendwelche, was weiß ich, über die Burmesen lästern und wie langsam die immer alle sind und so weiter und eigentlich nur da sind, um ihre Tantiemen zu verdienen. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich schon mal da bin, ich will ja nicht irgendwo hingehen und dann da einfach mir die Taschen vollstopfen, so dann wenn schon, denn schon. Und dann war ich halt wirklich echt mit den Betelnuss-kauenden Rikscha-Fahrern irgendwie den ganzen Tag unterwegs und fand das auch für mich so, sonst hätte ich da nichts mitgenommen. Also da sieht man auch bei Betelnüsse. Ja. Und
Ja, genau. Also für mich, ich bin dann eben dadurch, dass ich dann so intensiv mit den Menschen da gelebt habe und nicht mit den Expats, habe ich dann eben aus Versehen die Sprache gelernt. Wie so ein Baby, was einfach dann das aufsaugt und auf einmal Sachen versteht. Und dann, weil du die Sprache dann so perfekt beherrscht hast, bist du dann auch irgendwie so zufällig zum Rapstar geworden? Also ein Rapstar bin ich schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, wo auf jeden Fall dieser Trugschluss herkommt. Zum Shows, sagen wir mal, zum Popstar. Also beim NDR ist das Rap. Wie würdest du es bezeichnen? Ja, ich habe schon immer Musik gemacht. So. Ja. Und das war für mich eine tolle Chance, dass ich damit dann auch meine Kohle verdienen konnte. Aber Rap, das war, also wie gesagt, das ist eine zum anderen gekommen. Ich hatte dann Freunde, die da in der Musikszene unterwegs waren und auch im Film. Und die haben mir das dann irgendwie so mit an die Hand gegeben. Und dann war halt so, saß ich mal am Tisch mit irgendeinem Director und irgendeinem Producer und dann meinte, ach hier, das ist hier übrigens der Deutsche, der jetzt Burmesisch kann. Und wie, du kannst Burmesisch? Und dann gab es halt immer, in irgendwelchen burmesischen Filmen gab es dann immer den, der irgendwie einen Engländer oder einen Deutschen, der mal den Autoverkäufer gespielt hat oder so. Aber dann gab es erstmalig so die Chance, dass diese Rolle jetzt auch mit einem Dialog irgendwie bekommen könnte. Und dann fing es halt an, dass ich dann auf einmal in Filmen war. Ich bin jetzt nicht, weil ich so ein doller Schauspieler bin, da reingerutscht, sondern weil ich einfach echt nur Burmesisch kann. Das ist echt so. Ja, aber das muss doch ganz komisch für dich dann auch gewesen sein, auf einmal so wahnsinnig bekannt zu sein. Du kannst ja keine paar Meter gehen, ohne dass alle dich erkennen und mit dir ein Selfie wollen. Ja, es ist auf jeden Fall war eine neue Welt, aber es war auch mal nett, das so. Also ich glaube, ich fand es immer ganz cool, weil wer kennt schon Burma so? Also wenn ich jetzt nach Burma gehe, in so ein No-Name-Land, jetzt mal also abgesehen von die es kennen, dann lebe ich da echt ein ganz anderes Leben und kann aber überall sonst auf der Welt ein ruhiges Leben führen. Und ich habe mir früher als Kind auch mal vorgestellt, so, dass ich das bestimmt gut könnte, irgendwie berühmt zu sein oder so, dass ich damit so gut umgehen könnte, dass ich davon nicht gestresst wäre. Aber wenn ich mir so vorstelle, Justin Bieber oder Madonna oder die können ja selbst in Takatuka-Land, also ist egal, wo die sind, wirst du bedrängt. Und natürlich kann das einerseits auch positive Auswirkungen haben, aber andererseits, wenn du so in der Bar sitzt und du willst einfach nur irgendwie dein bisschen Ruhe essen, dann kommt irgendjemand Betrunkenes und lässt deine Hand nicht los oder so. Das ist, ja. Das stelle ich mir auch sehr unangenehm vor, wenn das in der ganzen Welt so ist. Mir reicht schon in Norddeutschland. Genau, ich denke auch. Aber deine Freundin ist ja nun aus Myanmar mitgekommen, lebt jetzt mit dir hier in Bremen. Ich meine, wie ist das für sie? Und ihr wisst ja auch gar nicht, ob ihr überhaupt und wann ihr zurück könnt. Ja, das ist natürlich jetzt knackig. Also wir müssen irgendwie gucken, dass sie lernt jetzt hier Deutsch ganz fleißig. Jeden Tag kann schon sagen, ich habe gekocht heute Spinat. Und auf einmal wow, spricht die auf einmal Deutsch. Und wir haben uns halt sonst immer nur auf Burmesisch unterhalten. Also sie spricht auch ein bisschen Englisch, aber jetzt nicht irgendwie nicht ready for the streets. So, ne? Und dann irgendwie ist es jetzt schon natürlich für sie, ich meine, sie ist auch fast 10 Jahre älter als ich, das heißt, sie ist irgendwie, sieht man hier nicht an, aber die ist ein erwachsener Mensch. So, die lernt jetzt eine neue Sprache, die ist zum ersten Mal außerhalb von Burma, das ist schon eine Nummer. Und von daher ist das für sie sicherlich schwieriger als für mich, zumal ihre Familie da noch ist. Ne? Und ich kenne das, dieses Ping-Pong-Leben. Ja, heftig. Also wir hoffen sehr für euch, dass ihr wieder zurück könnt. Aber toll, dass du uns jedenfalls so im Kurzen, wie das hier möglich ist, einen Eindruck verschafft hast von diesem Land und von dieser schlimmen Situation. Ja, sehr danke, gerne. Mikis. Danke. Sehr nett, vielen Dank auch für den Applaus. Ich hänge ein bisschen nach. Aber ich